Herzlich willkommen. Heute blicken wir nach Zypern, genauer gesagt nach Nikosia. Das Besondere an dieser Hauptstadt ist, dass sie wie einst Berlin im Kalten Krieg eine geteilte Stadt ist. Auf der einen Seite der Mauer liegt die Republik Zypern, Mitglied der UNO seit 1960, Mitglied der EU und Griechenland zugewandt. Auf der anderen Seite seit 1974 die türkische Republik Nordzypern, die nur von Ankara anerkannt wird. Die seit 50 Jahren geteilte Insel im östlichen Mittelmeer liegt am Schnittpunkt mehrerer Welten zwischen Europa und dem vorderen Orient. Dazu kommen umstrittene Seegrenzen und Erdgasvorkommen, was die Lage nicht einfacher macht, wie auf unseren Karten deutlich wird. Die sich unter dem Einfluss der Türkei unter Erdogan einerseits und dem des EU-Mitglieds Griechenland andererseits befindende Insel ist hin und her gerissen zwischen zwei Modellen. Dazu kommt ihre Lage zwischen Afrika, Asien und Europa. Und so stehen die Zyprer im Zentrum bedeutender Entwicklungen und Spannungen im östlichen Mittelmeer, unter anderem aufgrund von Erdgasvorkommen. Soweit zu unserer Reise nach Zypern. Die Insel ist aufgrund des Erdgases mehr denn je geteilt, auch wenn der im Mai 2023 wiedergewählte Erdogan eher auf Beschwichtigung setzt. An der Wahl in der Türkei durften die Menschen in Nordzypern übrigens teilnehmen. Sie stimmten mehrheitlich gegen Erdogan, dem sie vorwerfen, die Teilung und die Spannungen aufrechtzuerhalten und kein anderes Szenario in Erwägung zu ziehen als eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und alle unsere Videos auf arte.tv. Bis bald.